Spiel kann das letzte sein. Eisenbahn. Eisenbahn. Okay. Eine Modelleisenbahn fährt im Kreis. Ihr sollt abwechselnd eine Kugel durch eine Vorrichtung laufen lassen. Die Kugel soll in einen der Waggons des Zuges fallen. Ach, das hatten die, glaube ich, auch schon mal in der Sendung gespielt. Drücke die linke Maustaste, um einen Ball in die Vorrichtung zu werfen. Okay. Ich hoffe, ihr mögt Modelleisenbahn. Eine Modelleisenbahn fährt im Kreis. Ihr sollt abwechselnd eine Kugel durch eine Vorrichtung laufen lassen und die Kugel soll in einen Waggon des Zuges fallen. Ah, okay. Der erste Spieler, der in jedem der drei Waggons eine Kugel platziert hat, hat das Spiel gewonnen. Ach, du liebes Bisschen. Das Spiel könnte also auch ein bisschen länger dauern. Drücken wir mal auf Bereit. Jetzt geht's los. Du darfst nicht nur, du musst sogar starten. Okay, und ich muss jetzt abschätzen, wann der Zug da vorbeikommt. Ich mach mal jetzt bei der Hälfte hier. Oh ne, das ist zu spät, oder? Shit, viel zu spät. Okay. Ja, da muss man natürlich erstmal gucken, hier, wie lange die Kugel eigentlich rollt. Wir warten gespannt auf dich. Hat Rat natürlich jetzt Stefan den Vorteil, dass er das ein bisschen überblicken konnte. Und jetzt, ja, wollte ich gerade sagen, jetzt könnte man theoretisch eventuell schon werfen, wenn er kurz... Ja, ist auch zu früh. Zu früh ist das, okay. Wobei, ist der Zug schneller? Nee. Verfehlt, Herr. Danke für den Hinweis. Hey, oh, dann starten wir mal in die nächste Runde. Zeig, was du kannst. So, wenn sie gerade um die Kurve gefahren ist, jetzt. Ach scheiße, ich habe die linke Maustaste gedrückt, nicht Y. Damn it! Oh, da stand in der Beschreibung noch gerade was anderes. Beschiss, dieses Spiel. Go, Kugel. Und wie der Kugel nachschaut. Ja, das sieht gut aus. Was? Oder auch nicht. Leider vorbei. What the hell? Stefan, bereit? Oh mein Gott. Das könnte ein bisschen länger dauern, meine Freunde. Ja, sieht gut aus, glaube ich, diesmal, oder? Die Kugel ist ja ganz schön langsam hoch, das war das knapp. Das war leider vorbei. Dieser das war aber wirklich extrem knapp. Wir machen dann mal fröhlich weiter. Ja, komm. Na, dann mach mal. Ja, dann mach mal, ne? Ach, Kugeln habe ich noch. Also geht doch nicht unendlich weit. So, jetzt aber. Der müsste eigentlich die drei, nee, wobei. Komm, doch, komm, roll. Ja, hat die drei. Und ein Waggon sauber. Ist gefüllt. Stefan, los geht's. Okay, in der drei haben wir schon mal versenkt. Und die Blicke sind gespannt auf einer kleinen Kugel. Scheiße, er hat auch die drei. Nein! Oh, das war echt. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Das war jetzt auch ein bisschen Pech, muss man mal Stefan zugute halten. So, jetzt versuchen wir mal die zwei. Das könnte vielleicht auch die eins werden. Komm Zug, wo bleibst du? War ich zu früh? Nee, komm. Oh, doch zu früh. Diese Kugel ging vorbei. Verdammt. Ja, damn it. Stefan, es kann losgehen. Komm mal, Stefans Dinger überspringen wir jetzt einfach mal. In Schnellform. Der hat schon wieder einen erwischt. Hurtig schreiten wir voran. Scheiße. Hier, der erwischt. Mach mal. Wow, jetzt leckt das Spiel. Nur weil ich einmal hier den Schnellmodus eingefahren habe. Junge, Spiel, beruhig dich. Er hat die 1 übrigens erwischt. Oh, aber bei dieser Leckerei, was ist denn hier los? Sorry Leute, mal ganz kurz unter. So, Fraps scheint sich wieder einigermaßen gefangen zu haben. Und jetzt ist natürlich wieder gutes Timing gefragt. Jetzt komm. Zug, wo bleibst du? Auf die zwei, nein! Das war zu langsam. Kira, war der Zug zu schnell oder du zu langsam? Irgendwie zeig von beiden mal, etwas. Was du drauf hast. Ach Gott. Mal gucken, was der Harp jetzt macht. Ich überspringe diesmal mal nicht. Und er hat jetzt zwei Scheiße. Nicht schlecht, Stefan. Hat sie? Natürlich, was sonst? Was wollte ich? Ach ja.
Ich bin auf deinen Versuch gespannt. Ich auch, ich auch. Ach, das war wieder viel zu früh. Was mache ich denn? Ja, vielleicht auch mal auf Stefans Versuche achten sollen. Ach, Scheiße. Kira, das war leider nix. Ich glaube, das Spiel wird an Stefan gehen. Komm, versenk ihn jetzt bitte in der 3. Und das sah gar nicht so schlecht aus. Das wird, glaube ich, die 1 wieder, oder? Eine große Leistung mit kleinem Nutzen. Oh, er hatte schon die 1. Das wird euch gefallen. Jetzt bist du an der Reihe. Okay, aber wir wissen, wann Stefan jetzt gerade eingeworfen hat. Und dann machen wir es jetzt einfach mal genauso. Aber wieso zu früh? Ich verstehe das nicht. Das war nicht deine Schuld, sondern die der Kugel. Oh. Ey, das check ich jetzt gerade echt nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof für dieses Spiel hier gerade. Oh, bitte Stefan, mach kurzen Prozess mit diesem Spiel. Das gefällt mir überhaupt nicht. Komm, geh auf die 3. Jo. Gut gemacht, Stefan. Stefan hat wieder mal. Ich wollte Stefan nur mal ein Spiel gewinnen lassen, natürlich, weil selbstverständlich. Na, Grinsebacke. Oh mein Gott. Okay, jetzt Stefan mal gewinnt mal wieder. Kurzer Überblick. Aber wir haben noch 3 Spiele. Chance, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Zum Beispiel mit dieses Spiel Nummer 13. Oh nein, nein. Oh, ich mag zwar Mathe, aber kein Kopfrechnen. Steuerung. Ja, buzzern und eingeben. Okay. Jetzt müsst ihr malen nach Zahlen. Ach Quatsch, aber mit Zahlen hat es auf jeden Fall zu tun. Ihr spielt gleichzeitig. Malen nach löst Zahlen wäre mir aber lieber gewesen. Dann buzzt, um zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt euer Gegner einen Punkt. Oh, das wird peinlich. Das wird so peinlich. Gewinnt. Ich nehme vorher nochmal eben einen Schluck. Oh, ne. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Aufgepasst, wir fangen an. Ach du Scheiße. Korrekt. 136, scheiße, zum Glück. Ach, er hat richtig geantwortet. Nein! Das an 7. In Schwarz getroffen. Oh, Gott. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Alter, es leckt. Ich, es leckt, Leute. Es behindert. Stimmt. Oh. Wenn ich deswegen jetzt eine falsche Antwort gegeben hätte. Oh, Fraps, was ist mit dir los? Sorry, Leute, das dafür. Alter, ich kann gerade gar nichts. 32, 64, das stimmt. Das lasse ich mal so gelten. So, pass gut auf. So kann ich das nicht gelten lassen. Wer hätte das gedacht? Oh, ich bin so doof. Ich habe 16 gelesen. Oh. Es geht weiter. Sehr aufregend. Sorry, Leute, mal ganz kurz. Die Fraps-Einbrüche gehen mir echt gerade auf den Sack. Ich habe schon Spiele wie Skyrim oder Battlefield 4 auf diesem PC gespielt und aufgenommen. Aber es hatte noch nie solche Frame-Einbrüche gegeben als bei Schlag den Rab. Das dritte Spiel. Und ausgerechnet beim Kopfrechnen. Sorry für die Unterbrechung. Oh, zum Quadrat. Ich weiß es nicht. 3 mal 3 sind 9, oder? Kira, das kam ja hier aus der Pistole geschossen. Richtig. Eine neue Runde beginnt. Aber es leckt immer noch ein bisschen. Komm, wie viel buzzern? Ich hab drückt die falsche Taste, ich Idiot. Eine präzise und richtige Antwort. Wollt ihr weitermachen? Komm, ein Punkt noch. Und ich hab nicht nur dieses Spiel, sondern Schlag den Rat gewonnen. Oh.
Oh, scheiße, 3. Zu spät gebuzzert. Oh! Damit hätte ich nicht gerechnet. Oh nein, es geht es bis zur letzten Frage. 114. Oh, komm, drück. Kira, geraten oder gewusst? Es stimmt. Kira, was für ein schöner Sieg. Du bist wirklich eine Rechenkönigin. Was für ein schöner Sieg. Ich hab Schlag, den Raab. Gewonnen. Wer ich habe den Raab geschlagen. So gesehen. Geht's trotzdem noch weiter? Kann man nein. Neidlos gratulieren. Stefan zu schlagen ist nicht so einfach. Super. Ich freue mich wie blöde. Alter, die Dialoge. Das kann ich mal als Dialoge bezeichnen, diese Zwischenrufe. Ah, ein Wahnsinn. Gut, dann ist der letzte Part erheblich kürzer als der Rest, aber hat so weh, denke ich mal. Das war's mit Let's Play Schlag den Raab, das dritte eine Spiel. Wir haben es geschafft. Show geht zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte ihn. Auf Wiedersehen. Und das kann ich eigentlich nur so weitergeben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und ich habe es ja im ersten Part versprochen gehabt. Und wenn ich den Raab schlage, das haben wir oder habe ich jetzt offiziell getan, dann werde ich nochmal eine zweite Runde einlegen auf den Schwierigkeitsgrad schwer. Und dann schauen wir mal, ob das genauso einfach sein wird. Wobei, einfach war das ja nicht. Aber wir sehen, ob ich es noch ein weiteres Mal schaffen werde, den Raab zu schlagen. Rechts sehen wir nochmal die ganzen zahlreichen Sponsoren, die an diesem Spiel beteiligt waren. Unter anderem auch die nette, lustige Seite myspaß.de. Kann ich nur empfehlen. Habe ich vor allem früher mal sehr häufig drauf geschaut. Kann ich das jetzt irgendwie auch unterbrechen? Stefan, es geht gleich los. Ja, okay, dann mach voran. Gratuliere, du hast 500.000 Credits gewonnen. Okay, Euro wäre mir jetzt lieber gewesen auf meinem Real-Life-Konto, aber gut, das nehmen wir auch mit. Dann kommen wir vielleicht nochmal zum Abschluss dieses Partes in die Statistiken gucken, wobei das ist glaube ich eher uninteressant, denn wir haben hier noch einen Bonusladen und mit diesen Credits, die wir jetzt gerade eben bekommen haben, können wir verschiedene Sachen freispielen, zum Beispiel Minigames. Wer lügt? Schätzen. Ach, die haben ja schon alle gespielt. Dann können wir die wahrscheinlich auch im Übungsmodus oder so dann einzeln spielen, okay? Outfits. Ach du Scheiße, kosten 100.000. Natürlich. Für Outfits, Charakterillustrationen. 15.000, 20.000, okay. Kaufen wir das einfach mal. Okay, keine Ahnung, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Wissenswert ist, was denn das? Für 10.000 Zuschauer-Voting. Kaufen wir mal. Ja, und jetzt? Zuschauer-Voting. Bisher war Schlag den Raab... Was? War das Schlag den Raab-Spiel Malen das einzige Spiel, das per Zuschauer-Voting entschieden wurde. Bei dem Spiel sollte übrigens ein Weihnachtsbaum gemalt werden. Okay. So ein paar Hintergrundinfos also zur TV-Sendung. Ja, warum nicht? Lesen wir uns ein bisschen schlau. Die erste Schlag den Raab-Ausgabe fand im Jahr 2006 statt. So lange ist das schon her. 7 Jahre. Boah. Jedes Jahr werden 6 Shows ausgestrahlt. Es gibt einen Ableger der Sendung Schlag den Star, bei dem Kandidaten gegen Prominente antreten. Ach komm, wir kaufen das jetzt einfach mal alles frei hier. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Verletzungen. Stefan geht immer aufs Ganze und hat bisher eine Schnittwunde an der rechten Hand, ein Jochbeinbruch, ein Bruch der Augenhöhlenwand, eine Gehirnerschütterung, eine Wunde am rechten Mittelfinger, musste noch während der Sendung genäht werden, sowie ein Innenbandriss des rechten Knies davongetragen, Stand Juni 2012. Ja, der Raab, das muss man auch dazu sagen, das finde ich auch gut, dass er wirklich immer mit vollem Körpereinsatz gegen seine Gegner rangeht und wirklich auch versucht zu gewinnen, das merkt man ihm deutlich an. Würde er das nicht machen, wäre die Sendung wirklich nur halb so toll, wenn da ein, weiß ich nicht, ein, wer könnte noch so eine Sendung moderieren? Ein Günther Jauch oder so, der irgendwie Angst vor Verletzungen hat oder so und deswegen nur halbherzig ans Spiel herangehen würde, dann wäre es nur halb so spannend. Und der Raab, dafür muss man ihn einfach auch loben, der ist wirklich immer mit vollem Einsatz bei der Sache. Was haben wir denn hier? Vom Pfarrer über den Kampfpiloten bis hin zum Versicherungskaufmann. Die Kandidaten von Schlag den Raab haben nur eines gemeinsam. Körperliche und geistige Fitness. Okay, der
wissenswerte Beitrag, war jetzt nicht so doll. Was haben wir denn hier? In Schlag den Raab, das dritte Spiel, gibt es insgesamt 4562 Quizfragen. Mögliche Antworten gibt es 17639. Okay, das ist doch mal interessant. Elton, ein interessanter Fakt zu Elton. Der erste Auftritt von Elton war 2001 bei TV Total als Showpraktikant. Davor moderierte er verschiedene Sendungen bei dem regionalen Fernsehsender Hamburg 1. Gebürtiger Hamburger und St. Pauli-Fan. Auch ein sehr sympathischer Typ. Steven. Steven hat bis jetzt Schlag den Raab Nummer 35. Ja, okay, Stand. Sollte wohl noch dabei stehen. Siebenmal Schlag den Raab moderiert. Diverse TV, Total-Events, Stock-Car, Crash-Challenge. Das ist auch ein Wort, das man ganz häufig hintereinander mal aussprechen sollte. Turmspringen, Bock-WM, Autobahn-EM etc. Also unser, okay, ich war gerade irritiert, weil unser groß geschrieben war. Unser Star für Baku sowie diverse Sendungen für Pro7 und Kabel 1, okay. Das war ein gerade sehr blöd aufgebauter Satz, sollte mal angemerkt sein. Zuseher, bei jeder Sendung sitzen ungefähr 467 Leute im Studio. Die höchste Zuschauerzahl hatte bisher Schlag den Raab 24, nämlich ca. 4 Millionen Zuseher, Stand Juni 2012. 4 Millionen nur? Also da hätte ich schon mal... Ah, ist bestimmt mittlerweile gestiegen, oder? Da hätte ich schon mit mehr gerechnet, also so zumindest 5, 6. So wie zu Bestzeiten von Wetten, das oder so. Naja. Gewinn, Verlust. Stefan hat insgesamt 35 Duelle bestritten. Davon hat er 23 Siege und 12 Niederlagen davongetragen, Stand Juni 2012. Sind ja noch ein paar Siege mittlerweile dazugekommen. Wann endlich? Die Länge einer typischen Schlag den Raab-Show variiert zwischen 220 bis 360 Minuten. Das Publikum im Studio soll übrigens nur während der Werbeunterbrechung und der Außenspiele die Toilette aufsuchen. Okay. Meine Blase platzt! Du wartest jetzt, bis das Spiel zu Ende ist, Mann! Okay. Coole! Es haben 12 Kandidaten Schlag den Raab gewonnen und insgesamt 15,5 Millionen Euro nach Hause geschafft. Eine ansehnliche Summe. Das kann man wohl so sagen. Okay, haben wir noch ein paar Hintergrundinfos hier bekommen. Outtakes. Und Fotos. Okay, Fotos haben wir jetzt hier nicht so viele. 50.000. Was haben wir denn da für Fotos? Von Willy Weber. Hier nur Papier. Okay, das ist ein einziges Bild. Willst du mich verarschen? Okay. Und Outtakes. Was haben wir denn hier? Die kosten auch nicht so viel. Hören wir uns vielleicht nochmal ein, zwei an? Ich habe da ein... Wow. Bitte was? Ich habe da ein Rohr. Was sagt er da? Ich habe da ein Rohr? Ich habe da ein Rohr. What the fuck? Ein zweites auf jeden Fall noch. Check, check, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine Frau geblieben? Hey, hey, Currywurst, Friedhof, Weiter. What the fuck? Okay, ein drittes noch. Alle guten Dinge sind drei. Ja, hast du auch FC-Abstieg überlebt, alles? Ja? Ja, alles. Dich interessiert das nicht so. Nee, du bist nicht so für Fußball, ne? Ja, doch. Schön Sport. Was denn, für welchen Verein bist du denn so die ganze Zeit? Darfst nicht sagen. Was denn? Gladbach? Nee. Leverkusen? Nee. Bayern? Dortmund? Was ist noch schlimmer? Freiburg? Wolfsburg? Ich hab schon verschwiegen. Okay, das sollte es jetzt aber wirklich gewesen sein, um den Part noch ein bisschen auf Normalzeitlänge zu bringen. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen von euch bei diesem Spiel von Schlag den Raab, das dritte Spiel. Wie gesagt, demnächst werde ich nochmal eine zweite Runde starten. Auf den Schwierigkeitsgrad schwierig. Mal gucken, wie schwierig Stefan dann wirklich ist. Wir werden sehen. Bis demnächst. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen und ciao, euer Killer.